Hallo, ich bin der Ralf. Ich bin der Elif. Herzlich willkommen in unserem Orienthaus. Mit badischem Touch. Kommt rein. Kommt rein. So, hier Kernstück, Zentrale. Sind unsere Töchter, Unsere Fiona. Und Selma. Nochmal. Wir wollten halt auf jeden Fall eine völlig offene Fläche gestalten. Große Fenster, keine Türen. Keine Türen. Alles offen gestaltet. Meine Mutter ist Türkin, mein Vater ist Deutscher. Und für mich war das ganz arg wichtig, dass natürlich Teppiche, man sieht an den Teppichen oder an diesen voluminösen Vorhängen, dass es halt sehr orientalisch ist bei uns. Also ich habe mir schwer getan mit den Teppichen, ganz klar. Aber mittlerweile muss ich sagen, die Räumlichkeiten gibt dann diese Bequemlichkeit. Auch irgendwie Gastfreundlichkeit. Am Anfang war das schwierig, weil wir gedacht haben, oje, so viele Treppen. Aber mittlerweile, durch das Haus lebt von den Treppen auch, weil das verschiedene Bereiche trotzdem, auch wenn wir keine Türen haben, ist es so, dass wir trotzdem verschiedene Bereiche haben durch die Treppen. Ja. Wenn wir Gäste haben, dann sitzen die auf den Treppen, auf dem Sofa, auf dem Tisch oder hier. Und dadurch entsteht halt so dieses auch wieder dieser Mischmasch aus allem. Ich habe da kein anderes Wort dafür. So, und das ist jetzt die orientalische Part, also die extrem von außen auch auffällt. Wir sind mittlerweile bekannt im Gesamt-Durlach. Mit unseren Lampen. Die Autos fahren hier durch, bremsen ab, fahren wieder rückwärts und bleiben hier stehen. So, und am Anfang haben wir überhaupt nicht verstanden, warum die Leute stehen bleiben und uns reingucken. Ich war auch dann als Dark schon ab zurückgewunken. Und das fanden die dann schon ein bisschen speziell, bis wir dann realisiert haben, ja klar, der Effekt von außen ist natürlich die Lampen. Als wir in Istanbul eine Reise gemacht haben, da habe ich so ein Hotel gesehen und diese Lampen waren in der Masse noch mehr in jeden Räumlichkeiten, die es gibt. Und wir haben diese Lampen überall gesucht, gab es aber nur in diesem Hotel, weil die das selber haben herstellen lassen. Das sind alte Gläser, alte Vasen, die dann umfunktioniert worden sind in Lampen. Die sind nicht mal geerdet. Natürlich musste ich das Hotel überreden, weil die diese Lampen nicht gerne hergegeben haben. Dann haben sie uns 100 Stück aussortieren lassen. Das heißt, ich bin in jede Räumlichkeit reingegangen und habe mit Post-its angehängt, welche ich haben möchte. Und dann war das eine Riesenaktion, die nach Deutschland zu transportieren. Wir waren skeptisch, ob es funktioniert, aber tatsächlich so türkische Verpackungskünstler haben dann wirklich... Die haben es perfekt gemacht. Nicht eine Lampe ist im Transport kaputt gegangen. Technisch war das dann so, dass man natürlich überlegen musste, wie kriegt man die so an die Wand, dass das eine Harmonie entsteht. Es war in dem Hotel schon deutlich sichtbar, dass du die nicht einfach so an die Decke hängen kannst. Also ich habe eine Innenarchitektin in der Firma, die hat dann tatsächlich einen Plan erstellt. Dem Elektriker haben wir es dann gegeben, der hat uns für völlig verrückt erklärt, weil er überhaupt nicht verstanden hat, was wir eigentlich wollten. Am Ende des Tages war er völlig happy, weil es für ihn die erste Arbeit in dieser Hinsicht war und er hat es als Referenz noch fotografiert. Ihr seht auch, dass wir sehr viele Bilder haben, auch sehr bunt. Also nicht nur die Lampen sind bunt, sondern auch unsere Bilder sind bunt. Ja, ich liebe Kunst schon immer und ich habe halt befreundete Künstler und habe dann einfach immer mal wieder gekauft, schon als ich jünger war. Und ihr seht mittlerweile, das Haus ist voll mit Kunst. Es sind alles Menschen, die ich kenne. Also ich bin kein Investor oder achte darauf, ob das irgendwann mal viel wert sein wird, sondern mir ging es wirklich um einmal mit den Künstlern, weil ich sie kenne. Und die habe ich irgendwie ein Stück weit zu mir nach Hause geholt. Ein guter Freund von mir, Künstler, hat gesagt, Kunst ist gute Deko. Im Endeffekt, und man kann nie zu viel haben. Die wichtige Grundvoraussetzung für mich ist bei Kunst, dass es halt echte Kunst ist und keine Kaufhaus gekaufte. Es muss nicht teuer sein. Es muss auch nicht in die Einrichtung passen. Aber es muss echt sein und authentisch. Also das heißt, ganz gut. Wir
Wir mixen. Wir mixen. Gehen wir weiter in die Küche, Domäne meiner Frau. Ihr seht, wir haben Fliesen einbauen lassen aus der Türkei. Die haben wir auch aus der Türkei kommen lassen. Das sind Fliesen, Kütahya-Fliesen heißen die, aus Kütahya. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte unbedingt die türkischen Fliesen haben, weil das für mich das typisch orientalische ist. Dann so hier vielleicht noch, genau. Ja. Gasherd, zentrale Stelle, wird täglich benutzt mit allem Drum und Dran. Da ergänzen wir uns gut. Es ist wirklich so, dass internationale Küche und vor allem türkische natürlich, das ist Elif's Part, sie ist die Kreative. Ich bin eher so der, ja, ich kann gut Schnitzel. Schnitzel kann ich gut. Und wenn einer Rouladen will oder Spätzle oder sowas ist, da bin ich Profi. Das kann ich wirklich hervorragend. Allen Stein, den ihr im ganzen Haus seht, auf dem Boden, auf der Terrasse etc., auch die Steinplatte hier von der Küche, ist alles aus einem Steinbruch in der Nähe von Izmir. Man muss sich nur trauen. Es ist wirklich so. Dienstleistung, Handling, völlig einfach. Wir haben sicher die Hälfte bezahlt von dem, was wir hier in Deutschland bezahlt hätten für den Stein. Da kommt natürlich noch dazu, auch toll, wir wissen, wo der her ist. So, jetzt gehen wir kurz raus in den Außenbereich. Hat Historie. Ja. War früher, das ist schon ein altes Haus, wir haben ja angebaut ans Haus meiner Eltern. Das ist der Lieblingsplatz meiner Eltern, das war ihre überdachte Terrasse mit meinem Vater, seinem Kamin. Und den wollte ich eigentlich nicht mehr, der Architekt hat meinen Mister machen und haben den auch einfach noch ein bisschen hergerichtet. Das heißt, uraltes Ding, ich glaube 50 Jahre alt, hat mein Vater selbst gebaut und wurde auch für uns zu unserem Lieblingsplatz. Also auch wenn wir Gäste hier haben, sitzen die eigentlich alle gerne hier. Auch wir zwei romantisch. Auch wir zwei. Da gehen wir jetzt einfach außen rum und treffen uns auf der Terrasse. Und das ist für uns so Sommer, der Sommerplatz durch das Überdachte hier. Also meine Frau liebt Muscheln zusammen. Das ist für mich wie eine Meditation. Ich liebe es, das ist für mich so mein Ding, dass ich dann mich wegschalte einfach und mich auf die Muscheln mich konzentriere. Und das ist schön, zu laufen, kilometerweit und Muscheln, tütenweise Muscheln sammeln. Tütenweise. Das ja, bei uns ist so ein Running Gag. Ja. Wo ist die Mama? Muscheln suchen. Ich glaube, das kommt von meinen Großeltern, großmütterlicherseits Großmutter, weil sie Sammlerin, auch gerne Sammlerin war, mit Kräutern, mit allem. Also es ist so, das Sammeln, das macht Spaß. Und dann gehen wir mal rein, gehen wir weiter. Ja, also. Pflanzen ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten mal die Situation, dass wir es rausräumen mussten und so, es war wirklich leer. Also ohne unsere Pflanzen, das würde uns ganz furchtbar. So ein ganz, ganz interessanter oder wichtiger oder wesentlicher Bestandteil unserer Einrichtungsstils ist, dass wir sehr viel Einzelstücke, custom-made, Dinge, die es einfach nur einmal gibt auf der Welt, hier angehäuft haben. Das ist zum Beispiel ein Tisch aus der Türkei. Das ist mindestens 200 Jahre alt. Den habe ich, als ich in Bursa damals gearbeitet habe, als junges Mädchen, nach dem Studium entdeckt. Die Ornamente konnte man nicht sehen. Und dann hat er mir das sauber gemacht, der Verkäufer, und hat festgestellt, oh, das ist ja ganz alt. Aber er hat es schon mir verkauft gehabt. Hat schon künstlich verkauft. Dadurch habe ich meinen ersten Tisch mit meinem eigenen Gehalt damals, das ergattert. Custom-made ist natürlich auch unser Sofa. Und die Idee war halt, das war halt das kombiniert, so ein bisschen das Oldschool, eine Schlafdecke, eine Überdecke mit einem Sofa, um sich einzukuscheln. Das heißt, du kannst auf einem normalen Sofa sitzen und wenn du willst und dir ist kalt, kannst du dich halt einkuscheln. Nichts davon, nicht irgendwie von der Stange. Dann ist es diese Lampe. Genau, mit der Lampe auch so, ja. Das ist mir aufgefallen, obwohl es eine deutsche
Die deutsche Firma, deutsche Firma ist. Es ist unglaublich orientalisch. Eigentlich sind die Kronen zu und wenn das Licht angeht, gehen die Kronen durch die Wärme auf. Fanden wir toll, weil auch ich habe sowas noch nie vorher gesehen und komme direkt, ich komme ja seit 30 Jahren Möbelhandel und ja, einmalig, finde ich. Das ist unser Muschelaltar, sagt mein Mann immer gerne. Naja. Das sind alles, ich weiß gar nicht mehr wohin, so viele Muscheln sammle ich mittlerweile. Naja, die Muschelleidenschaft meiner Frau passt natürlich zu meiner Surfleidenschaft. Weil die schönsten Strände der Welt, an denen du surfen kannst, haben in der Regel auch die schönsten Muscheln. Das ist tatsächlich so. Insofern passen wir auch wunderbar miteinander zusammen. Das ist unser kleiner Hammam. Also zumindest ist es die Gästetoilette. Aber das wollte ich unbedingt wie ein Hammam eingerichtet haben bzw. gefliest haben. Die Fliesen gehen bis an die Decke. Das sind wieder die türkischen Kütahya-Fliesen. Und diesen Wasserhahn haben wir aus Istanbul in Kapalı Çarşı, also dem Bazar, den großen Bazar. Leider ist es so, dass man den sehr schlecht entkalken kann. Aber es funktioniert noch. So. Sind wir in unserem Privatbereich. Privater Bereich. Wo die Gäste nicht kommen. Unser Schlafzimmer. Das ist unser Bad. Ihr seht ja immer wieder orientalische Ideen dazu. Offen. Wir mögen das. Ich würde noch die Türen aushängen, aber der Elf mag das eher nicht. Ich mag keine Türen. Ich finde es ganz toll, wenn einfach alles offen ist. Wir haben keine Schlösser. Ja, bestimmt, wir haben auch keine Schlösser. Ja, abschließen kann man hier nirgends. Beschweren sich immer unsere Kinder. Das sind meine Großeltern, meine orientalischer Eltern. Orientalischer Einschlag wieder überall. Urgroßeltern, deutsche Großeltern. Die Türkei in mein Haus zu holen, war mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich liebe das Mystische, ich liebe die türkische Kultur. Und das war ein Punkt, wo wir gebaut haben, okay, das müssen wir hierher einbauen. Und das war wichtig. Dass ich dieses Türkische, was man mir auch gar nicht optisch ansieht, aber auch ich lebe damit, auch bin halb Türkin, diese beiden Kulturen wollte ich einfließen lassen, auch wenn wir in Deutschland leben. So, das war jetzt die Roomtour durch unser Orienthaus mit badischem Touch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr Interesse habt, noch mehr Häuser zu sehen, dann abonniert den Kanal oder klickt hier. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao.